Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gaias Melodie. Das letzte Mal habe ich verzweifelt meine Freunde gesucht und wir haben einen der Secret-Räume geöffnet, bei dem ich denke, hätte ich noch nicht reingehen können sollen, aber nun gut. Wir gehen weiter und erfahren die Wahrheit. Ich bin da. Kein Stuhl mehr frei, natürlich. Ich bin so froh, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe nicht viel Zeit, es zu erklären, weil ich schnell zu einer anderen Mission muss. Der Magier, den ihr getroffen habt, den Magik, Laith, ein Wassermagier. Ich glaube, sie ist von dem Königreich Mirik. Mr. Doken, wer war die Person, die das Usagi-Dorf zerstört hat? Da ich nicht gleich vor Ort war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer es war. Aber ich denke, es ist ein Erdmagier, wie mir erzählt wurde. Dann war es wahrscheinlich Aaron Brass. Der auch von Mirik kommt. Also, was wollen diese Mirik-Leute eigentlich? Ich weiß es nicht. Ihr Herrscher ist von Natur aus böse, so wie ich es mitgekriegt habe. Also könnte es verschiedene Gründe haben. Du hast also keine Ahnung, warum sie jeden angreifen und warum sie meine Schwester entführt haben. Sie haben deine Schwester entführt? Wer ist sie? Ihr Name ist Echo. Echo. Echo? Bedeutet das irgendwas? Ich bin sicher, wir werden es bald herausfinden. Doken, wir müssen bald gehen, wenn wir unser Ziel noch erreichen wollen, vor der Nacht. Du hast recht. Wohin geht ihr? Ich schätze, es ist okay, euch allen zu erzählen. Wir haben einen Hinweis auf eine Basis, die von Mirik geleitet wird. Und wir wollen das mal untersuchen. Leute, lasst uns alle gehen. Es tut mir leid, Kleiner. Nur Rip und ich werden auf diese Reise gehen. Wir werden mit euch später reden. Rip, du bist ziemlich langsam. Ich möchte auch gehen. Dann bleibt es jetzt wieder an mir, mit allen zu reden. Ich hoffe, Doken kriegt die bösen Leute für uns. Ich möchte auch helfen. Ich bin froh, dass sie uns darüber erzählt haben, aber warum wollen sie nicht, dass wir ihnen helfen? Mit dir kann ich anscheinend nicht reden. Alles klar. Du hast keine Ahnung, was du zu sagen hast, deswegen sagst du einfach gar nichts. Das ist immer eine gute Sache. Wer braucht schon Abenteuer? Ich habe nur Hunger. Ich hoffe nur, dass die Füchse mit allen zurechtkommen. Was für ein Freak, richtig? Lassen Sie ihn folgen, Akira. Okay. Ich muss herausfinden, wo sie hingehen. Aber wie? Akira, du planst doch sicher, ihnen hinterherzugehen, richtig? Was? Kari? Warum solltest du so etwas denken? Nimm mich mit dir. Ich kann dich nicht mit mir nehmen. Und selbst wenn ich es wollte, ich weiß gar nicht, wo sie hingehen. Und die Wachen würden mich auch nicht durchlassen ohne die Erlaubnis vom König. Nun. Während du mit Mr. Whip gespielt hast, habe ich Doken hinterher spioniert und seine Konversation mit dem König und der Königin belauscht. Das hättest du nicht tun sollen. Und ich habe das herausgefunden. Das gefunden. Erhalten eine Aeon-Zertifikat. Zertifikat. Das ist... Hast du das gestohlen? Bist du nicht froh, dass ich es getan habe? Ich habe gehört, dass sie sich anschleichen müssen, also können sie das Luftschiff nicht benutzen. Sie sagten, sie müssen nach Jade gehen. Und ich weiß, wo das ist. Warum?
War das jetzt richtig? Keine Ahnung. Es ist nicht weit von hier. Ich kann dir den Weg zeigen, wenn du mich mitnimmst. Ah, ich habe wohl keine andere Wahl. Yay! Aber du musst auf dich aufpassen. Mir wird's gut gehen. Und jetzt lass uns losgehen. Yay, Abenteuer zu zweit. Auf nach Jade. Wo auch immer ich dahin muss. Erstmal nach Urban. Nein, nach Urban. Wunderschön. Endlich komme ich aus diesem Schloss raus. Nein, warte, ich muss nicht nach oben. Ich muss unten bleiben, oder? Ich weiß es nicht. Gott, ich mag dieses Schloss nicht. Ah, ja, genau, hier lang. Hier lang und dann immer der Nase nach. Ah, richtig. Schön, schön, schön. Jetzt durch die seltsame Höhle. So. Puh, keine Monsterangriffe. Das ist gut. Ab durch das City. Und wo ist der Ausgang? Nein. Der war da drüben, oder? Genau da. So, über die Brücke. Immer der Nase nach unten. Hier war doch der Ausgang irgendwo. Ah, da sind die Wachen ja schon. Und sie haben mich einfach passieren lassen, unglaublich. Noch mehr Höhle, yay. Blume. Und ich muss kurz etwas tun. So. Ja, es geht weiter. Und gleich ein Kampf, natürlich. Gegen Augen. Warum ich viel Schaden ich mache. Ich hätte mich eventuell heilen müssen. 742. Ah, zwei Schläge reichen, um zu töten. Okay. Die machen aber auch gut Schaden. Ich glaube, ich muss mal wieder eine Trainingsrunde einlegen. Wenn ich wieder mehr Mitglieder habe. Ich meine, noch geht es. Noch ist es in Ordnung. Zwei Hitangriffe und die sind tot. Unglaublich. So, wo muss ich jetzt lang? Ich gehe erstmal hier lang. Ah, wusste ich doch. Oh, einen Schatz gefunden. Ha, Potion. Das hört sich an, als wäre sie eindeutig besser. Noch ein Kampf, was bist du? Leo. Das ist mir eher aus wie eine Chimäre. Aber okay. Ja, das geht noch. Das ist in Ordnung. Der Schaden, hüpf, macht gar keinen Schaden. Und ich hatte schon Angst. Vier Angriffe, alles klar. Gut zu wissen. So. Oh, ich hoffe, die Höhle ist nicht allzu lang. In Höhlen rumzustiefeln ist immer sowas Nerviges. Triangelkopf. Alles klar. Das passt irgendwie. Seltsame Gegner treffe ich hier. Seltsame Gegner. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Schaden sie machen. Da sie nicht treffen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber die halten auch wieder zu viel aus. Das ist unglaublich. Entweder sie sind super stark und treffen dafür nicht, oder sie sind einfach nur super schwach. Könnte beides sein. Ich hoffe, das Letztere. Das würde mir nämlich keine Probleme bereiten. Schön. Oh, hi, Eater.
kann ja nicht durch. Ich schätze, wir brauchen einen Wasserstein, um da durchzukommen. Hat nicht jemand aus der Stadt sie verkauft? Okay, nein, Backtracking. Okay, gehen wir zurück. Ein Wasserstein, alles klar. Irgendjemand in der Stadt verkauft Steine und ich muss ihn finden. Way. Noch mehr Monster. Supi, Skishis und Sinkex. Smashy Smash. Oh, ich mag Smashy Smashy. Ich meine, ein Angriff, der alle Gegner trifft und nur 10 MP kostet, das ist verdammt nützlich. Und ich muss Heilung finden. Unglaublich. Alles auf einmal. Das ist nicht gut. Autsch. Oh. Diese Vögel sind mir unheimlich. Viel zu stark für ihr Alter. Er ist recht tot. Okay. Gut. Oh, bald Level Up. Kurze Heilung. Wir haben 99 Tränke. Also um was mache ich mir da Sorgen? Ich werde ja mit diesen Tränken zugemüllt ohne Ende. Ich muss mir nicht mal welche kaufen. Das ist unglaublich. Mein hart verdientes Geld, für was muss ich es überhaupt ausgeben? Wir finden Rüstung, wir finden Tränke. Das ist alles in Ordnung. Mache ich ein bisschen hier. Ausgezeichnet. Sind mir doch ein bisschen zu viele Gegner. Regenschauer. Macht es ein bisschen Sorgen, dass der Pilz ab und zu unsichtbar wird. Jetzt sonst Smashy Smash. Und wieder nur noch dieser Vogel. Warum hält dieser Vogel so viel aus? Was macht ihn so besonders? Ist der Titan verstärkt? Eine Haut aus Drachenschuppen, das könnte gut sein. Aber genau wissen wir es nicht. Große Wissenschaftler beschäftigen sich schon seit Jahren mit dieser Frage, warum dieser Vogel so viel aushält. Das ist unglaublich. Danke, Vogel. Aber das muss doch Erfahrung geben, ohne Ende. Ah, 423, alles klar. Hätte ich mir nur ein paar Wassersteine gekauft. Dann hätte ich das jetzt nicht mehr machen müssen. Okay, Ausgang. So, wo war jetzt der Steinverkäufer? Der war in irgendeiner Bruchbude. Irgendwo. Irgendwo hier drüben. Da spielende Kinder, ein Haus. Eine Hütte, nope, war etwas weiter oben, aber hier irgendwo war's. Über der Brücke, war es vielleicht sogar das hier? Nein, da ist ein Schild. Rüstungsladen, Itemladen, ich glaube, das war's. Das kann gut sein, das war's doch. Ja, hier sind die Löcher im Boden und dieses Bett und hey du, kaufen. Wasserstein. Wie viel Geld haben wir? Oh Mann, wir haben so viel Geld. Ich kaufe mir doch mal 30. Und von dem Erdding auch noch ein paar. Was brauche ich mein Geld denn sonst als Verdiener? So. Ausgezeichnet. Ja, ja, wenn ich einen Windstein finde und irgendwie wieder zu diesem Dorf zurückkehre, werde ich ihn dir geben. Kein Ernst. Hab ich nicht vergessen. Ich geh mal zum Rüstungsladen. Ich glaube, Kari braucht ein bisschen Rüstung. Hey, wolltest du mir etwas rüsten? Nein. Oh doch! Die Fellrobe. Gut, guter Mann. Darum nimmt sie so viel Schaden. Sie hat nicht die richtige Rüstung dafür. Fellrobe. Schon besser. Was für der Itemladen? Wo ist der Waffenladen? Nein, ich ignoriere den Waffenladen jetzt mal dezent und gehe einfach weiter. Damit wir mal ein bisschen Fortschritt erreichen. Ich meine, wie lange war ich jetzt in diesem Dorf? Zwei Parts? Drei Parts? Ich weiß es nicht. So. Wasserstein. Hätte da nicht irgendjemand früher langlaufen müssen? Docken und Whips sind doch hier drin durchgelaufen, oder? Die müssen doch schon alles freigelegt haben. Warum muss ich das jetzt nochmal machen?
Findet man hier nicht auch einen Wasserstein? Smash, Smash. Nein, keine gute Idee gegen die Viecher. Macht zu wenig Schaden. Das macht mehr Schaden. Okay, wie stark schalte ich jetzt? Das ist mir zu stark. Skill. Recovery. Heil dich mal. Tja. Ihr dürft gern sterben, ihr Gegner. Ich hätte da nichts dagegen. Ach, komm schon. Kritisch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ein bisschen Magie könnte da helfen. Vielleicht, zack. Flair. Warum gefällt mir der Name dieses Angriffs nicht? Autsch. Gut, schön. Wenn da hinter diesem Stein jetzt ein Heilpunkt ist, dann ärgert es mich doch ein bisschen. Wenn ich immer wieder erreiche. Obwohl, war das so weit hinten? Ah ja, stimmt, da hinten. Da ist er. Okay. Das Wasserjuwel reagiert mit dieser Wand. Mal auschecken. Der Stein ist kaputt gegangen. Eine Truhe. Mana Plus. Was ist Mana Plus? Seed of Mana. 50 zu SP. Du bist von Natur aus Magier, nimm du ihn. Oh, ich hab schon gedacht. Bei diesem Spiel muss ich durch jede Wand laufen, die ich sehe, sonst komme ich da nicht weiter. Was habe ich hier? Okay. Also ein paar Schätze gefunden. Leben plus. Oh, Life Seed, yes. Da ist ein Leiter. Komme ich hier weiter? Ah nein, hier ist noch ein Truhe. Stärke plus. Jetzt werden die Teile mir aber hinterhergeworfen. Tja. Also Akira, ich erwarte jetzt von dir, dass du normal 1000 Schaden machst. Gehen wir weiter. Ein Busch. Zwei Leos. Okay, Akira, wie viel Schaden machst du? Alles klar. Egal, wie viel waren es? 4 Schläge, dann waren die tot. So rum. Autsch. Lass mal Karin ruhig, die hat nicht so viel Verteidigung. Gut. Ein paar neue Waffen wären nicht schlecht. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, sagen wir es mal so. Bäh. Ah, Zufallskämpfe. Schön, schön. Level up. Nice. Warte, ich wollte den Busch. Meine Busch kann gar nichts. Du kannst nichts, Busch. Nichts. Wir brauchen ein Seil oder irgendwas. Ah, okay. Natürlich. Hätte ich was vergessen? Hier noch das Seil. Hui. Und Seil ausrüsten. Butterfly Dagger. Da geht's raus, das sieht doch nach Ausgang aus. Was? Komm ich da rüber? Nein. Oh, ein Heilpunkt. Safe Menü. Heilen. Speichern. So. Oh nein, ich traue dem Fluss nicht. Ich muss bestimmt hier um den Fluss rumlaufen und dann auf der anderen Seite wieder zurücklaufen. Ist das eine dieser sogenannten Wegverlängerungsspiralen? Die das Spiel ein bisschen länger gestalten sollen? Kann gut sein. Bam. Ah nein, nicht Flare. Die Animation dauert immer so lang.
Ja, nein, ich muss unbedingt stärker werden oder mehr Teamkameraden dabei haben. Sonst geht das nicht mehr. Vielleicht hätte ich nochmal zurückgehen sollen und mit den anderen reden sollen. Vielleicht wäre jemand mitgekommen. Regenschauer. Ich meine, ein bisschen zusätzlichen Angriff hätte nicht schaden können. Aber es geht auch so, es muss so gehen. Teil des Systems. Da ist eine Brücke. Ich hab's doch gewusst. Und jetzt führt mich der ganze Weg wieder zurück. Noch eine Brücke. Was ist da unten? Ich muss da lang gucken. Muss es einfach tun. Nachher ist dort ein Schatz und ich sehe ihn nicht. Warum ist dieser Weg so lang? Nein, das ist ein Ausgang. Möchte ich hier nochmal umkehren und gucken, was da vielleicht versteckt ist, oder? Ehrlich gesagt habe ich dazu gerade keine Lust. Wir kommen bestimmt nochmal hierher zurück. Es ist gerade schön ruhig hier. Ich mag den Hintergrund. Wenn man genau hinhört, kann man das Wasserrauschen noch hören. Sehr beruhigend. Du hast Clarium gebracht, jetzt muss ich sie wiederbeleben. Ich hoffe, du bist froh darüber. Oh, ich habe ja 22. Hä? Gott, er lebt immer noch. Regenschauer. Mein Kari hat absolut nichts aus. Wenn ich es gerade so sehe, wenn man den Namen von Akira ein bisschen umstellt, kriegt man auch Kari raus. Ist das ein Zufall? Wir wissen es nicht. Oh. Und jetzt dachte ich, wir hätten endlich das Ende erreicht. Ich bin müde. Du wolltest mitkommen, also beschwer dich nicht, okay? Ich schätze, wir müssen springen. Springen? Du siehst das da. Oh. Das waren sie, ganz sicher. Wir können jetzt nicht aufgeben. Wir müssen ihnen folgen. Ich muss Heilung benutzen. Bam, 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 bam. Aber wir folgen ihnen erst im nächsten Part, also bis dahin. Ciao.